In Elden Ring sind viele Wege nicht auf Anhieb zu finden. Einer dieser Wege, der besonders schwierig ist, ist der Weg zur Kirche der Inhibition. Aber insbesondere wenn ihr die Varee-Quest macht, müsst ihr zu dieser Kirche. Deshalb zeige ich euch in diesem Video einmal mit relativ wenig Kommentar, wie ihr zur Kirche kommt, ohne euch kaputt suchen zu müssen. Voraussetzung ist, dass ihr den Ort der Gnade Palastruinen von Ult bereits entdeckt habt. Der ist nicht ganz so schwer zu finden, also bis dahin solltet ihr auf jeden Fall kommen. Wie es von da aus weitergeht, zeige ich euch jetzt.
Wenn ihr zum ersten Mal auf dem Weg zur Kirche der Inhibition seid und auch Vares Quest macht, werdet ihr an dieser Stelle automatisch abgemountet, da hier ein NPC in eure Welt eindringt und euch bekämpft. Ich weiß an dieser Stelle tatsächlich nicht, wie es ist, wenn ihr zur Kirche reist und nicht die Vares Quest vorher gemacht habt. Also keine Ahnung, ob der NPC dann auch spawnt oder eben nicht, das müsst ihr an der Stelle dann selbst herausfinden. Ja, und damit seid ihr dann in der Kirche angekommen. In der Kirche bekommt ihr noch eine heilige Träne sowie das Set der Fingerjungfer. Wenn ihr die Quest für Vares macht, könnt ihr bei der toten Jungfer noch euer weißes Laken in ihr Blut tunken und dadurch die Gunst des Fürsten des Blutes erlangen. Ja, und das war's dann auch schon. Wenn euch das Video ein bisschen geholfen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit allem zu Elden Ring versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.